¿viste? Wie immer einstellen. Wie immer das Einstellritual. So. Ist halt immer das Gleiche. Das Spiel habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr drin gehabt. Deswegen muss ich hier einstellen. Ja, genau. Das muss ich. Kategorie verschwindet jedes Mal aus dem Ding raus. Das ist so nervig. Was der, das ist wirklich eine Scheiße. Jedes Mal verschwindet die Kategorie bei dem Stream Manager. Und ich weiß noch nicht, wie die Mikrofonlautstärke jetzt kommt. Ich habe keine Ahnung. Moment. Das muss ich austesten, Leute. Das sieht man dann. Deswegen muss ich jetzt schön ein bisschen quasseln. Am besten mal schön eine Arcade machen. Nur mein Auto. Das ist das Coole hier in dem Spiel. Dass man hier seine eigene Autos hat. Ich hatte halt diese Kleber, damit habe ich nicht drauf. Das ist klar. Die habe ich natürlich nicht drauf. Warum eigentlich nicht? Ich habe das schon bestimmt schon seit 3 Monaten nicht mehr gespielt. Eine Zeit lang habe ich das wirklich jeden Tag gespielt, gell? Jeden Tag, ich glaube, 400 Mal hintereinander angemeldet. Also über 400 Tage. Der Gute. Das Schade finde ich ja bei dem Spiel schon die ganze Zeit, dass man hier nicht. Wow, geil, Dings trifft. Ah, scheiße, dass man hier diese Replay nicht machen kann. Junge, der rutscht warum, hey? Gucken, wo ich hier einstelle alles, ja. Aber brutal, Leute, was ist denn los? Hat der Straßenreifen drauf? Wahrscheinlich eher so Winterreifen. Kann auch nicht manuell runterschalten, das geht auch nicht. Boah, ich muss mich schon mal umgewöhnen wieder. Moment, mal die Box kurz. Ist ja brutal. Schon die Replay.
Ich habe nur 16, das sind 16 mal 9 Hinterfelge. Also das sind keine 16er, 16 mal 9. 16er sind es auch schon. Und ich sehe also die vordere, also zweimal die vordere. Das sind 16 mal 8. Na, ja. Denn gerade die Pfeife geht ja gar nichts durch. So, jetzt freue ich mich hier, wenn ich mal hier einen Drehreifen montieren kann. Ah ja, hier Komfort. Das ist schon ein ganz anderes Fahrgefühl gleich. Ja, naja, da kann ich gleich laufen lassen. Ich muss mal manuell einschalten, das geht hier nicht sonst. Das funktioniert hier, ganz schön keine Halbautomatik fahren. Also Automatik und Schalten geht hier nicht. Und den M3 E30 Automatik fahren, also das ist ätzend. Volldreher, der. Ist ja Sünde, ja. Genau, Automatik zu fahren, das Fahrzeug hier. Ja, da kann ich alles von außen angucken. So seitemäßig. Wahnsinn, wie lange ich das nicht mehr gespielt habe. Der rechte Knopf, keine Ahnung. Macht das überholt mich hier. Nee, oder? Oh nee, Auto gedreht hier, das gibt's doch nicht. Und diesmal beschissen. Schade ist, dass sie bei dem Gran Turismo Sport
den Qualm von den Rädern so wenig gemacht haben. Nur jetzt hier geht es auf der Stelle, aber jetzt gerade eben, wo ich da durch den Asphalt rumgefegt bin, macht auf jeden Fall Bock, das mal wieder zu fahren. That's for sure. Schauen wir mal kurz, was geht. Bidi, alles gut, Bisi. Alles gut, ist der Teddy nur, Schatz. Das ist nur der Teddy. Den kennst du doch, Maus. Muss nicht schimpfen. Baby. Die Welt guckt gespannt in die USA heute. Wegen deinem Präsi. Präservativi. Schon krass, dann haben sie den Trump haben sie jetzt 4 Jahre lang medial gebumst. Voll krass. Das hat es noch nie gegeben. Noch niemals. Ohne Witz. Es gab schon weiter schlimmere Präsidenten als den. Der Eisenhower, das Dreckstück. Der hat im Zweiten Weltkrieg krassen Befehle gegeben. Deutschen Kriegsgefangene keine Nahrung kriegen von den Einheimischen und so. Hammer Kfz. Ich fixe mal. Meine Haferflockenpampe habe ich hier nebenher. Ich hab Hunger. Hungry. So, jetzt hier. Wunderbare Porsche. Ein wunderbares Kfz. Wow. Hat er meine Sticker eigentlich nicht drauf? Thank you.
Jetzt ist es zweimal drauf, siehst du? Gerade war es noch nicht drauf, aber Nummernschild nicht. Ist ja krass. Die Lackierung war noch nicht so. Letzte Rille fährst. Das ist gar nicht so schlecht. Zweite Runde.
alter Auspuff, geil. Der Auspuff, der knallt, ist richtig geil. Bam! Wie so ein Kracher, ein Silvester. Oh ja, zweite Runde. Die kommt immer, wenn die hier ist. Also hier halt fast auf dem Boden bin, hört sie und dann sitzt sie da, wartet. Ne? Kleine Maus, ja. Die wartet wirklich immer, bis ich es fast leer habe. Dann schlägt es leer nachher das Schälchen und geht wieder ins Bett. Du weiter schlafen. Okay, Schatz. Naja, Schatz. Oh. Mein Baby, gell? Ja, du mein Baby. Ja, Schatz. Feini. Maus. Bist so hübsch. Bist du so ein hübscher Schatz. Ja. Thank you.
Und durchgefräst. Lass sie mal ausschlecken, weil sonst müsste ich jetzt rausgehen in die Küche, das einweichen, weil die Haferflocken so hartnäckig drin kleben. Kein Witz. Ist der Rekord hier. Mit dir im Auto. War, guck mal, ich bin schneller gefahren als sonst. Mit meinem alten Logo war ich langsamer. Krass. Die Rangliste haben es auf jeden Fall besser gemacht jetzt. Das ist auf jeden Fall cooler jetzt so. Nein, Besi, alles gut. Mein Mädchen.
Geist einen ausmachen kann ich mit dem Ding. Yes. Mm.
auch, ich könnte das ja jetzt ganz anders machen können. Und zwar mit dem Autowechselmodus, geht ja. So, wo war denn das Ding? Brutales Teil. Und Einführungsrunde war ich schon einiges schneller, 5 Sekunden.
Zeit kommen wir hin. Und Attacke, Attacke. Gut, da war ja auch gleich schneller. Was? Krass, ne? Nochmal kurz schwarz gucken. So, Schälchen da von der Bisi, du, von Rufsuchen, von der Carmen, steht auch noch die Tasse da, mit ihren Haferflocken. Sie ist jetzt aber mit Kaba. Kaba, Kaba, mach dich gesund. Okay, ich will reinschreiben, mein heutiges Essen. Mittagessen von gestern, wollte ich eigentlich was reinmachen. So eine Schokolade gegessen. Was die Luflé? Ich weiß nicht mehr genau. Wenn die gefressen hat, darf ich jetzt nichts mehr futtern. Ne? Gerade 1900 Kalorien ist eigentlich schon zu viel. Wenn man nichts macht, außer zocken. Oh ja, mal Fuchs, ey. Glück gehabt, dass ich ihn abgefangen habe. Fucking Bodenwelle, du. Brutal, das Ding. Thank you.
Ohahaha. Oh, leck mich am Arsch. Die Einführungsrunde eigentlich. Ich fahre schon, wie mir einer hinten dran kleben würde. Macht aber nicht. Wenn der Arsch mir ausbricht. Wahnsinn. Also da bleibt kein Auge trocken. Gibt bestimmt ein geiles Replay. Und ein Arschschwänzel dauernd. Vermische meinen Rollator. Kleine Karussell, das große Karussell war das. Das war echt auf der letzten Rille gebremst gerade. Es ist halt echt, wenn man so viele verschiedene Klassen fährt, viele unterschiedliche Autos. Jedes Auto ist irgendwie anders. Muss manchmal in Sekundenbruchteil entscheiden. Das ist mehr schon Instinkt. Ich bin im GT3-Auto, muss ich vorm Bergchen schon bremsen. In Formel 1 kann ich auch erst, wenn ich der Sprung vorbei ist, bremsen. In Formel 1 gibt es keinen Sprung. Der drückt es dann so dran, der verliert keinen Grip. Aber er hier, er hüpft. Also bleibt, ist er in der Luft, kann ich nicht lenken und nicht bremsen. Das ist das kleine Karussell da vorne. Muss man aufpassen, dass man nicht nach oben ausfährt. Passiert recht schnell und wenn, da gibt es keinen Grip, dann fliegst du oft in die Leitplanke. Oh, hohohoho, das war auch heftig jetzt gerade. Leute, da ist richtig schön, wenn man da entspannen kann hier. Da kann man richtig schön entspannen hier auf dieser langen Geraden, ne? Also da hat man wirklich einen Moment Zeit, mal schön durchzuschnaufen. Das ist das Gute daran. Leck mich an den Kittel.
Ja, so. Das ist echt heftig, Leute. So. Guck mal, jetzt hat sich die Farbe wieder gewechselt von meinem Auto. Vorher war man weiß, weiß-rot. Also ich weiß irgendwie auch nicht. Mist, das hat sich geändert. Gerade vorher war noch anders. Rot-weiß und schwarz. Schwarz-weiß-rot. Das sind die Mantai-Farben hier. So wurde der bekannt, der Gelbe. Mal probieren, es ist hinten mehr Bremsdruck. Alter Verwalter. Oh, ist das böse. Da hinten fährt er, siehst du? Und der hat den Lack, wo ich eben auch hatte. Die Lackierung hat der drauf. Oh, ich bin vorgehopft. An die bin ich besser durchgekommen. Na, merkt man sofort den Abstand. Hier muss man auch schon vom Gas. Dann springt man hier auch. Sehr gefährliches Eck hier. Wenn die Traktion verliert, kann es sein, kann ich oben nicht mehr bremsen, fliegst in die Leitplanken. Muss ich eigentlich nur bei den Autos fürchten. Weil nur die schaffen eigentlich so eine Geschwindigkeit, dass er hüpft. Ups. Und Formel 1, die sind ja so schnell, dass ein Abtrieb, ja, das hat mich Fehler gemacht, das habe ich gemerkt. Und sofort bin ich wieder da. Eigentlich eine ganz gute Einführungsrunde gefahren. Böse Wheel Ding Slip. Oh, leck mich am Arsch. Ich darf nicht auf den anderen gucken. Das lenkt so ab. Aber man guckt automatisch auf den anderen. Und dann in die Wiese fährt, das ist ja klar. Beim echten Rennen, da ist es dann meistens kein Geist, ne? Das ist ein richtiges Auto. Wenn der auf einmal neben dir überholt im Gras. Dann musst du mit rechnen, dass der wieder rein will auf die Strecke. Allein auch wegen Bremsen, weil er im Gras natürlich keine Bremswirkung hat. Und so schnell will er wirklich wieder rein auf den Asphalt, dass er abbremsen kann. Die Bremse betätigen im Gras ist nicht so eine gute Idee. Bei den Geschwindigkeiten zumindest. Boah, ich bin so schön vorne gewesen. Und dann machst du einen kleinen Klitzefehler. Oh, leck mich am Arsch, guck, wie der Arsch ausbricht hinten. Das ist halt, ich habe überhaupt nichts eingestellt im Setup, das ist jetzt die Standard-Setup. Aber ich mache meine Bremsbalance wieder nach vorne. Ich habe gehofft, er kann mehr mit der Heckbremse machen, weil er halt so einen großen Flügel hat. Aber es blockiert recht schnell. Jetzt hat er den Abstand, was ich vorher hatte, ungefähr. Nur eine Sekunde, ja. Jetzt nur lassen da. Hochlassen den Apparat. Ein tierischer Flash ist das hier.
ich will nicht erstmal hinterwagen. Ich wollte. Das passiert gerne im Karussell. Wenn du ein bisschen zu viel Gas gibst, dreht es dich raus. Machst einen Seitfallzieher im Karussell. War zum Glück nicht abgeschmiert, Mann. Können Sie mal die Top Speed rein testen. Leck mich am Arsch, Leute. Da bleibt kein Auge trocken. Das sage ich euch. Ich kann nicht mal drauf gucken, wie meine Zeit ist. Boah, so goddamn konzentriert muss man da sein. Ach, hier war es auch schon wieder. Extrem knapp war das gerade, dass ich fast einen Dreher hätte. Nach links rüber. Zu meinem Arsch wollte rechts ausbrechen. Puh. Und hier 260 schon drauf, gell? Audi-Schild, das ist schon extrem. Boah, gut Abstand rausgefahren, den letzten Meter. Die halbe Strecke war echt eng aneinander. Habe ich geführt, dann wieder der geführt. Hätte ich die Fehler nicht gemacht, hätte ich eine Hammerzeit. Ohne Witz. Hätte ich den Abstand halten können bis zum Schluss, was ich von Anfang an hatte. Oh, 6,43. Mein Rekord ist 6,36, aber nicht mit dem. 6,39. 4 Sekunden schneller mit dem Wagen, gell? Schaut euch das mal an. Wahrscheinlich mit dem Setup. Mal schauen, was es da gibt. Test. Steht nicht drin. Oh. Leck mir am Cojones, Alter. Enjoy the race. Thank you.
Soufflé, ja, das ist die Tatsache. Thank you.
Ja, der Staubzähl. Ein Knaller, das Ding, oder? Ein Kombi-Verweber, glaubt man nicht. Nee, oder? Also. Na du. Oh, ein süßes Gesicht, du. Hm? Alles fein, mein Schatz? Ja. Mehr dir? Ja. Oh, Baby. Was? Was? Hm? Du? Krass. Liegt schon wie ein Brett, das Ding, gell? Im Auge sehen wir leicht quer kam. Wahnsinn. Absolute Rakete. Das Gerät. Wahnsinn, Wahnsinn, die Kutschen.
interessieren hier mit dem so, okay, Einstellungen, Fahrzeug wechseln. Heute ist Porsche, Porsche-Tag. Gut. Ah, das war die.
Scheiße. Na, ich brauche ein bisschen Test. Erste Runde ist immer so eine Sache. Ich müsste lupfen, hey. Ich muss dir mal vorstellen, da gibt es einen Menschen auf der Welt, Timo Werner, der fährt jede Zeit, wo ich jetzt da fahre, schneller in echt. Jetzt guckt euch mal das nur an, was für ein Flash das ist. Die Achterbahn. Da brauchst du Eier so groß wie, was weiß ich. Ein Ochse hat. Stell dir mal einen Kerl mit solchen Eiern vor. Der läuft wie John Wayne nach einem Dreitagesritt. Wahnsinn. Müssen wir extrem aufpassen, dass man nicht aufsitzt an der Mitte, an der Kante, wo die Kante ist. In der Mitte im Unterboden. Und ich sag ja, der Typ, der Timo Werner, jede Zeit, wo ich jetzt hier fahren werde, ist der schneller in dem echten Auto. Guck mal, wie schnell das hier vor sich geht. Und der hockt da drin, in so einem Ding. Ey, du hast nicht mal Zeit, der hat nicht mal Zeit, eine Millisekunde auf seine Zeitanzeige zu gucken. Der kann gar nichts gucken. Der kann nur auf die Straße gucken. Du hast gar keine Zeit, mal schön den Blick von der Strecke zu nehmen. Extrem hier. Jetzt kommt das Bell of S hier. Das geht auch recht flott durch. Das ist die Einführungsrunde. Ich fahre ja eigentlich schon mit einer gesenkten Sau hier rum. Das ist auch so ein richtig scheiß Eck hier. Da dreht man sich gern raus. Da habe ich nur kurz auf den Chat geguckt und ist schon scheiße. Hier ist die erste Strecke, wo man sich mal kurz entspannen kann.
Das muss ich mal geben. Ich entspanne mich jetzt mal mit 300 Sachen. Die 320, 330 km/h sind so die Entspannungsphase bei der Strecke. Jetzt habe ich, siehste, diesen einen Fehler, aber es macht nichts aus, weil du bist da eigentlich nicht unbedingt langsam. Das ist das Gute hier, weil du ja direkt dahinter bremsen musst. Du brauchst also nicht so einen riesigen Schwung, aber hier lässt er dich so beschissen los. Wenn du aufpasst, dann hängst du da drin. Und hier ist ein Anlauf und dann geht es erst da oben los. Das Auto ist relativ schwer zu fahren, wenn du noch keinen Abtrieb hast. Alles hinter mir, das ist die Runde von vorher. Da kommt man nicht mehr klar, wenn man langsam fahren muss. Das kennt ihr sicher, wenn ihr von der Autobahn nach einer stundenlangen Autobahn fahrt, immer schnell gefahren und dann in die Ausfahrt rausfahrt, auf den Zubringer oder so. Da merkt man erstmal, wie man da auf dem Geschwindigkeitsflash ist. Man darf mit statt 50 mit 90 oder 100 dann an die Ausfahrt rausfährt. Und in den 50 wie stehend vorkommt. Da jaulen die Reifen. Müssen sie jaulen sie da noch, beim Formel 1 jaulen sie ja nicht mal mehr. Da reißt sie einfach ab, der Grip. Hier merkst du ja noch, wenn sie schreien, dann aufpassen. Hier ist es halt so wieder so eine langsame Sektorzeit. Scheiße, weißt du? Wie vorhin. Aber das ist halt auch die Standardeinstellung. Da müsste ich jetzt wieder rumtüfteln, hey. Ich habe bis jetzt wirklich Wochen nicht mehr gefahren. Nur noch Rutschekars in den letzten. Es waren bestimmt 2 Monate, ja. Muss ich wieder reinfinden. Es fühlt sich doch ein bisschen anders als jetzt Project Cars. Ist er noch hinter mir, ja. Dann ist immer gut, wenn er noch hinter mir ist. Ich habe ein bisschen Sturz rausgenommen. Das war jetzt nicht so die beste Idee. Auf 2,8 statt 3,1. Ist zwar nicht mehr so gut in der Kurve, bin aber besser auf der Bremse. Ja, siehst du, ich krieg den nicht mehr. Mit 2,8 Grad kriege ich das nicht mehr. Mit 3,1, 3,2 kriege ich die Vollgas, die Kurve. Und ist halt auch ein Fehler, vom Gas zu gehen in der Kurve. Was man macht, wenn man denkt, es reicht nicht. Man reißt den Abtrieb ab, den du brauchst, um so eine Kurve so schnell durchzuschaffen.
Jetzt hier ist Bear of S wieder, sind wir schon wieder da. Ratzifatzi hier, wow, leck mich am Kittel, guck mal. Das kostet halt auch eine Sekunde. Statt auf der Straße auf dem Grünstreifen zu fahren. Da kommt halt der Gegner sofort wieder an mich ran. Da hinten ist er schon. Und hier 280 schon beim Audi-Schild. Ist halt schon geil, gell? Da hinten ist er, ja. Wie gut ich vorher da durch bin. Ja, obwohl ich keinen Anlauf hatte. Ja, da bin ich auch raus. Vorher. Leck mir im Arsch, gell. Fuck, Leute, fuck. Und schon ist er wieder da, oder? Hat bestimmt 2 Sekunden gekostet. Und noch mal eine. Ja, siehst du? War auf 7. 2 Sekunden, 2,5 Sekunden verloren. Das sind blödsinnige Aktionen. Und das in dem Bereich hier, wo ich vorher eigentlich nur verloren habe. Ich habe nicht mal die Zeit, jedes Mal auf die Uhr zu gucken.
machen, die nehmen wir. Ja, genau. Ich kann gar nicht viel kommentieren, Leute. Sobald ich was sag, mache ich Scheiße. Sobald ich was mache, sobald ich was sag, mache ich Scheiße. Und wieder bei der Höchstgeschwindigkeitspassage habe ich meine entspannten Momente. Da bist du wirklich total angespannt hier auf der Strecke, bei der Speed. Ich werde eigentlich wollte ich ja nur Porsche testen heute, aber ich habe nachher Bock, mal mit dem Formel 1 Auto noch da durchzufegen. Mit dem McLaren, ist ja kein McLaren, ist ein normaler Mercedes. Da geht es noch mal eine Runde krasser zur Sache als mit dem. Und ich finde den da schon echt heftig. Oh, der Audi macht richtig Bock. So, jetzt brauche ich schon ein bisschen Dings zum Durchschnaufen. Jetzt mache ich mal kurz das Replay rein. 5,52. Ich glaube, eine gute Zeit. Lass mal gleich sehen. Okay, 5,52, nur ein Hybrid. Ja, also ich bin schon mal schneller mit dem Hybrid gefahren. Um 3 Sekunden. Allerdings nur, und das fürs erste Mal nach so langer Zeit wieder. Ist mal nicht schlecht, finde ich. Und es war noch ein Setup, ein spezielles. Das hier ist jetzt kein spezielles Setup, das ist einfach die Standardeinstellung, wo da drin ist, wenn du es anmachst. Und es ist mir richtig warm geworden, Leute. Guck mal, da habe ich einen blöden Fehler gemacht am Anfang. Hat aber überhaupt nichts mehr mit der Runde dann zu tun gehabt. Wenn die Start- und Ziellinie erst jetzt dann kommt, und habe ich da nochmal einen Bock gebaut. Und das Auto ist ja recht schwer zu fahren ohne Abtrieb. Solange du keinen Abtrieb und kalte Reifen hast, ist es wirklich schwierig. Ich war gestern Abend nach dem Training. Das hat so gut getan. Ohne Witz, nach so langer Scheißabstinenz. Jetzt habe ich heute Muskelkater, weil ich gar nichts gewöhnt bin groß mehr. Außer Bierkisten tragen oder Sprudelkisten ins Haus schleppen. Sonst hebe ich ja gar nichts mehr. Echt krass. Wenn es so weitergeht, werde ich in 4 Wochen oder so, also wenn dieses Lockdown so bleibt und ich kann weiterhin nicht ins Studio gehen, dann werde ich zu Hause mehr Training machen und vielleicht streamen sogar, weil ich will ein bisschen abnehmen noch. So ein Buddy, Sommer, ich bin 50 Jahre alt. Ich werde im März 50. Ich muss gucken, dass ich in Form bleibe. Und letztes Jahr schon gut abgenommen. Muskelaufbau und ja, ich werde es wahrscheinlich dieses Mal streamen. Ich habe mir das letztes Mal schon gedacht, warum habe ich es nicht gestreamt? Es hat so geil funktioniert, ich habe über 25 Kilo runtergemacht. Ja, und wenn das jemand Interesse hat, wo selber sich was angefressen hat an Weihnachten, es genauso nachmacht, wird er auch Gewicht verlieren. Wenn ich auch speziell esse. Und das werde ich dann auch natürlich sagen, was das ist und wie ich das mache und was von Essen und überhaupt Muskelaufbau und ein bisschen abspecken, ohne dass man hungern muss. Das ist das. Hungern ist immer schlecht. Hätte gar nichts anderes übrig als zu Hause trainieren. Die tun ja wirklich dein Gesundbleiben verbieten im Prinzip, dass du ins Studio gehst und dich fit hältst und gesund Immunsystem aufbaust und alles. Hm.
gut. Zum Glück hat mein Boxtrainer von früher hat ein Fitnessstudio. Das ist halt nicht hier in der Nähe, deswegen mache ich das nicht so häufig. Da können wir halt dann rein, privat. Das ist ja alles Gute. Es ist halt arschkalt drin gewesen, wenn da keiner trainiert. Heizung aus. Musst du erst mal ein bisschen aufwärmen, ne? Dass dir warm wird. Die Heizung, die kriegst du in zwei Stunden, kriegst du den Riesenraum nicht richtig warm. Ja, und Sauna ist auch nicht an. Die läuft normalerweise ja auch dort von morgens bis abends. Die ist auch aus. Also, hast du nur warm duschen. Naja, auf jeden Fall, das habe ich vor, falls es bis dahin nicht besser wird. Ich habe keinen Bock, mit der Wampe ins Freibad zu gehen. Da sitze ich bei einem Altherrentisch mit einem sprichwörtlichen Wampe. Ich muss mich echt fit halten. Ich habe das mein Leben lang Sport gemacht. Und das stresst mich echt. Ist ja auch so ein Aggressionsabbau. Zu Hause fällt dir die Decke auf den Kopf langsam. Ja, und da kannst du dann auch dein Frustbisschen loswerden. Aber das habe ich mir wirklich letztes Mal schon gedacht, das hat so gut funktioniert. Da habe ich mir hinterher echt gedacht, hey, da hätte ich so vielen Leuten helfen können im Prinzip. Weil nach dem letzten Lockdown haben auch voll viele mit mir geredet und haben gesagt, die hätten zugenommen, wo dieser Lockdown da im März letztes Jahr war. Haben auch viel mit mir geredet darüber. Ja. Das Low Carb, also ich habe da quasi so wie so Kalorienzählen gemacht. Nur so und so viel Kalorien am Tag. Aber so gut verteilt, dass man keinen Hunger spürt. Wenn Hunger spüren ist eh nicht gut. Wenn der kommt, dann ist schon zu spät eigentlich. Das ist schon eine Warnmeldung oder ein Warnsignal vom Körper. Es sollte gar nicht erst ein Hungergefühl aufkommen. Boah, guck mal, wie abgefräst, ey. Wahnsinn, das war die erste Runde, oder? Wie sieht man das? Ah ja, hier, ja, die erste. Krasses Teil. Schon krass, wenn ich überlege, in 2 Monaten werde ich 50. Unglaublich, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie schnell die letzte Zeit vorbei ist. Die letzten 20 Jahre sind so schnell vorbei, seit der Jahrtausendwende. Ich weiß noch, wo wir das Silvester gefeiert haben. 99 auf 2000. Kommt mir vor, wie wenn das für 2-3 Jahre her wäre oder 5 Jahre her wäre. Das ist schon 20, 21 Jahre. Wahnsinn. Wenn ich überlege, die 20-Jährigen oder so, die kennen zum Beispiel diese Aktion da mit dem World Trade Center, mit diesen Flugzeugattentaten und so. Das kennen die eigentlich nur noch aus dem Fernsehen oder aus dem Buch oder so, was weiß ich, aus dem Film. Genauso wie die DDR, das kennen die alles gar nicht mehr, das haben ja alles so mitgemacht. Schon krass irgendwie. So ein World Trade Center, da kann ich mich so gut erinnern, wann das war. Was ich an dem Tag gemacht habe, wie ich das mitgekriegt habe und so. Das ist schon hart, das ist echt so nah und trotzdem ist es jetzt schon so lange her wieder. Ab einem gewissen Alter, da verrennt die Zeit förmlich.
Die ersten 18 Jahre, die sind ziemlich langsam. Da wartet man immer irgendwie, dass man erwachsen wird. Und dann ist alles so langsam. Aber dann, irgendwann geht es richtig schnell. Die über die 20-Jährigen oder so, die können ja ihr Alter im Prinzip noch vervierfachen. Ich kann mein Alter jetzt nicht mal mehr verdoppeln. Vielleicht noch 20 Jahre und dann war es das. Mit Glück. Und krass. Guck mal von hier innen, das sieht so krass aus, echt die Achterbahn. Vorher schon gesagt, hey, stellt euch mal vor, die Zeit, wo ich jetzt gefahren bin, die ist noch einer schneller gefahren. Aber mit einem echten Auto. Jetzt guckt euch das mal an, wie das da krass ist. Was muss der Typ für tonnenschwere Eier haben? Wie ein Ochse, so große Knochen braucht der. Wie so ein Ochsenklöten. Der muss ja rumlaufen wie John Wayne nach einem Dreitagesritt. Unglaublich. Würde ich mich einkotzen, wahrscheinlich, wenn ich da nur Beifahrer wäre. Kommen die ganzen Fliehkräfte und alles dazu. Wenn ihr mit dem Auto über so einen kleinen Hubbel drüber gefahren seid, mit 50, 60, dann merkt man schon, wie das in den Bauch reinfährt. Stell dir das mal vor, bei diesen Autos mit 280 oder über 200 solche Stiche runter und diese Hubbels und so. Da hast du genau das gleiche Feeling wie in den Achterbahnen drin, wenn es runtergeht. Ist schon geil. Naja, ich werde jetzt mal langsam schön in die Formel 1 mal umbauen, umsteigen. Und ist schon geil, da hier ein cooler Streckenabschnitt ist. Wie das Getriebe da surrt. Das hört man ja im normalen Auto gar nicht mehr. Muss so gedämmt werden. Brutal. Leute, Leute. So, jetzt gucken wir mal schön, wo ist er? Da ist er. Umgewöhnen, weil das Ding liegt halt noch mal krasser, gell? Als der Porsche gerade.
Hast du das gesehen? Hast du das fucking gesehen? Junge Vater, nur ein bisschen mit dem Reifen ins Grüne. Bisschen ins Grün und ab dafür. Da merkt man, wie die Reifen extrem an ihrem Limit sind. Schon wieder da. Nee, da muss ich was machen. Und zwar, Moment, habe ich hier einen Platz, wo ich löschen könnte. Voilà. So, na. Scheiße, wo ist DRS? Mach das DRS auf.
Brutal. Wie vorher mit dem anderen auch. Falsche Linie gefahren. Das meinte ich, was passiert, was passieren kann im Karussell. Wo habe ich es gesagt noch? Mit dem hier mit dem Aufsitzen in der Mitte. Deswegen Formel 1 immer außen fahren. Habe ich nicht getrennt, nein, gedacht mehr. Vor ein paar Monaten wäre die Fehler nicht passiert. Immer genug Abtrieb haben. Fucking shit. Wenn du einmal so einen kleinen Fehler hattest hier, was heißt kleinen, dann ist der Rhythmus weg. Der Rhythmus, der mit muss.
Wahnsinn, gell? So 2 Stunden fucking rum. Zu unkonzentriert, es reicht nach 2 Stunden, bin ich echt am Arsch. Sag ich euch wirklich. Puh. Die Nette dachte, dass 2 Stunden schon rum sind. Leck mich am Arsch, ey. Das ist ja Wahnsinn. Wie Zeit vergeht. Brutal. Thank you.
Ui, das da, krass. Da bleibst du schnell hängen mit dem Unterboden, dieser Kante. Normalerweise fährt nur deswegen die oben anfahren mit den flachen Autos da. Wieder rappelt, gell, die Schüssel. Immer wie das sich anhört. Das innen drin, das hört sich echt so an. Wie eine Seifenkiste. Brutal, das Gestänge und so hört man. Das, dieser Hohlkörper, da ist ein Hohlraum. Scheiß Gras. Der hat manchmal bessere Traktion, als man will. Jetzt habe ich die eine Kurve oben gekriegt, jetzt kriege ich die nicht. Guck mal, ein schöner Vorsprung ist ja dahin. Du guckst nach hinten, dann ist ein Stück weg und denkst, wow, geiler Abstand, aber wenn die Autos so schnell sind, ist das nicht mal eine Sekunde. Da ist innerhalb von einer halben Sekunde wieder am Heck oder vorbei. Für diese Sache mit dem Karussell. Diesmal fahre ich es außen an. Boah, wie auch immer, zu schnell. Am besten dreht sich dann raus.
5, 19, 5, 18, 5, 17 ist der Rekord. Stell dir mal vor, 15 Sekunden noch schneller ging das. Ja, Leute, tägliches Training abgeschlossen. Stimmt ja. Da war ja was. Schönes Auto. Wunderschönes Auto. Das ist ein Schweinegeld wert inzwischen. Ja, leck mich am Kittel. Traumwagen. Guck mal, Meilenshop, was da geht. Wahrscheinlich habe ich die alle schon, so wie es aussieht. Guck mal, überall blau. Das heißt, dass ich die schon habe. Ja, alles schon wieder. Ja, Tatsache. Hier gibt es neue Mustang. Da habe ich 8 Millionen, da kann ich mir sowas kaufen. Schnitzer, hm? Denk mal, der ist weg, ja. Schnitzer, beste BMW.
Und hier Porsche. Blöd, ja, ich habe nämlich ich hatte nämlich dieses AC-Schnitzer auf meinem Auto. Das ist einfach so geil, der Wagen, gell?
Naja. Schauen wir mal schön hier rein, was da los ist. Spielstatistik. Ah, guck mal, 12.12. Ich spiele nochmal. Und 912 Stunden habe ich gespielt. Wahnsinn, oder? Und Anmeldung in Tagen. Tage mal online machen. Bis dann. Nacht, Leute.